Guten Morgen, willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde jetzt mich auf den Weg machen. Ich habe auch schon die Jacke an. Ich muss die Kinder abholen. Die haben jetzt ein letztes Mal bei Oma und Opa geschlafen. Ja, ein letztes Mal, weil das ja jetzt, es gibt ja neue Beschränkungen und da werden wir uns natürlich auch dran halten. Auf dem Weg werde ich jetzt nochmal eben schnell Getränke holen gehen, einkaufen. Und bei DM einkaufen, weil wir wieder einiges benötigen. Ich war jetzt auch schon länger nicht mehr bei DM und beim letzten Mal war es ja, glaube ich, nur so ein Mini-Einkauf. Ja, also ich habe ausgeschlafen. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder. Ich werde jetzt ganz entspannt losfahren, das erledigen und dann die Kinder einsammeln und dann nach Hause. Wir haben gestern hier ein bisschen entrümpelt, also den Tannenbaum raus. Die ganze Weihnachtsdeko habe ich jetzt schon immer peu à peu die letzten Tage, weil das alles auf dem Dachboden muss und mit den Kindern ist das immer ein bisschen schwierig, weil ich habe dann kaum einen Fuß oben auf den Dachboden gesetzt, dann schreien die schon, weil die irgendwas wollen oder weil die sich streiten oder deswegen musste das alles so peu à peu passieren. Jetzt habe ich aber fast alles weg, also alles ist schon weg, aber einmal muss ich noch nach oben etwas hochbringen. Und der Tannenbaumständer steht da auch noch. Der muss auch noch sauber gemacht werden, verpackt und hochgebracht. Dekoriert habe ich schon, umdekoriert. Also die Weihnachtsdeko ist gewichen. Unsere Alltagsdeko ist wieder eingezogen. Ja, der Tisch, der muss auch noch ein bisschen entrümpelt werden. Das werde ich dann gleich auch noch machen. Mit den Kindern habe ich gestern die Kinderzimmer aufgeräumt und ja, was heißt umdekoriert, aber die hatten so ein bisschen Weihnachtsdeko auf der Fensterbank. Die haben wir dann auch weggemacht. Ja, da muss ich auch noch Wäsche machen heute. Also heute steht wieder allerhand auf dem Plan. So, da bin ich wieder. Ich habe die Kinder eingesammelt. Die vergnügen sich gerade mit einem Überraschungsei, was ich noch bei Pennymarkt schnell geholt habe. Ich habe da bei Pennymarkt eben Getränke geholt. Reichlich Getränke. Und Vorrat, der jetzt bei uns im Kofferraum schlummert. Und danach war ich noch eben bei DM. Mama, guck mal. Ja. Eine Frau. Oh, cool. Und danach war ich noch eben bei DM. Da wartet der Einkauf. Den werde ich euch auch gleich zeigen. Da werde ich einen kleinen Haul machen. Oder einen großen. Das war eigentlich ein großer Einkauf bei DM. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen sputen und das Mittagessen vorbereiten. Hier gibt es heute Zucchini-Moussaka. Da werde ich mich jetzt schnell dran machen, weil die Rosalind möchte auch schon seit Tagen, dass ich ihr ein Neujahrszopf backe. Und das wollten wir heute auch noch machen. Erst wollte sie mir helfen und jetzt hat sie sich aber dafür entschieden, dass ich den alleine backen soll und sie möchte den hinterher nur essen. Also ich fange jetzt mal an. Hier sind schon die Kartoffeln und die Zucchini. Ich werde jetzt mal die Zucchini und die Kartoffeln schneiden und schon mal in die Auflaufform und das Essen halt und das Mittagessen quasi vorbereiten oder kochen. Das muss ja dann hinterher in den Ofen und wenn es dann im Ofen ist, dann werde ich mit euch eben den Einkauf durchgehen. Das Zucchini-Moussaka ist jetzt im Ofen und das braucht jetzt noch eine halbe Stunde im Ofen. In der Zeit wollte ich euch jetzt eben den Einkauf zeigen. Und zwar habe ich einmal die Babylove-Feuchttücher sensitiv, die nehmen wir immer. Ich hatte mal einmal diese Öl ausprobiert, weil ich ja immer denke, Öl ist gut. Wir haben alle hier trockene Haut, aber die sind ja sowas von ölig und schmierig. Nicht, ob ihr die schon mal benutzt habt. Also für uns sind die überhaupt gar nichts. Also einmal ein großes Pack Feuchttücher. Damit kommen wir dann auch jetzt den ganzen Monat aus mit 4 Packungen. Dann habe ich Wattepads für mich. Da habe ich jetzt mal diesmal ein großes Paket genommen. Letztes Mal hatte ich ein kleines genommen und das hat nicht lange gehalten. Habe ich zweimal diese WC-Einhänger geholt. Die nehmen wir eigentlich immer. Ich wollte mal andere probieren, aber irgendwie, ja. Doch, ich glaube, einmal hatten wir mal irgendwann andere, da gab es die nämlich nicht, aber
Ja, da sind immer zwei drin. Die sind auch am günstigsten. Und eigentlich müssen die ja nicht viel, außer ein bisschen Duft und ein bisschen reinigen. Dann habe ich mal Kleenex geholt. Kosmetiktücher. Kleenex sind es ja gar nicht. Einfach mal so ins Wohnzimmer zu stellen, dass man nicht immer nach einem Feuchttuch greift oder nach einem Zewa. Habe ich die jetzt mal geholt. Dann habe ich dieses Swiffer Staubfang Wischaufsetzer geholt. Keine Ahnung, wie man die nennt. Das da heißen die hier, ja. Ich hatte ja mal irgendwann in einem Video gezeigt, dass ich beim Aufräumen durch den Putzschrank so ein Tester-Set gefunden habe. Mit diesem Stab auch. Das war sehr gut. Dann hatte ich irgendwann mal bei Kaufland die günstigen geholt. Nachfüllpack. Und da bin ich überhaupt nicht begeistert von. Da hält gar nichts. Hier ist ja extra diese dreimal Magnet Anziehungskraft Gedöns. Jetzt habe ich die mal wieder geholt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die dann jetzt wieder viel besser sind. Dann habe ich Glasreiniger geholt von Denkmit, den ganz normalen Glasreiniger. Unser Glasreiniger ist jetzt fast leer. Da mache ich jetzt nochmal zweimal den Spiegel mit sauber und dann ist der auch leer. Fenster putze ich damit eigentlich nicht, außer dass irgendwie gemalt ist oder so von den Kindern dran. Dann geht das damit schneller. So haben wir den eigentlich nur für die ganzen Spiegel, ne, am Schrank. Und dann habe ich einmal den Meister Propper Küchenreiniger geholt. Den wollte ich mal ausprobieren, den hatte ich noch nicht. Und den Meister Propper Badreiniger ebenso, den hatte ich auch noch nicht. Oder ich glaube, den hatte ich mal vor Ewigkeiten. Neues Waschpulver geholt, E-Cover Waschpulver, Color. Das wollte ich mal ausprobieren jetzt. Ich hatte jetzt beim letzten Mal von Denkmit dieses ganz normale Waschpulver. Wir sind ja wieder auf Pulver umgestiegen. Ja, fand ich jetzt in Ordnung. Jetzt wollte ich aber das mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja sogar besser oder noch besser. Dann habe ich mal wieder Weichspüler von E-Cover. Wir hatten ja gar keinen Weichspüler mehr benutzt. Jetzt wollte ich aber mal... also die Wäsche ist schon schöner mit Weichspüler und auch der Duft ist besser. Deswegen habe ich jetzt mal wieder Weichspüler ausprobiert. Der ist mit Gardenie und Vanille. Da bin ich mal gespannt, wie der ist. Dann habe ich ein Riesenpaket Taschentücher. Ein Riesenpaket Taschentücher geholt. Limited Edition mit ganz vielen Herzchen. Herzchen. So, dann habe ich zweimal Reinigungstücher für mich geholt von Balea. Die, sind die sensitiv? Nö, steht gar nicht. Ja gut, die sind für trockene und sensible Haut. Ich habe immer ziemlich schnell ein brennendes Gesicht bei Feuchttüchern. Da muss ich immer schon ein bisschen drauf achten, welche ich da nehme. Dann habe ich einmal für die Rosalind die Junior Zahncreme. Ihre Zahncreme ist fast alle. Zweimal unsere Zahncreme. Dann habe ich hier noch für die Olivia eine Mia and Me. Ist das Mia and Me? Zahnbürste zum Wechseln. Dann habe ich hier mal den Spülmaschinenreiniger von Denkmit. Da bin ich mal gespannt. Den hatte ich noch nie. Den probiere ich auch mal aus. Dann habe ich dieses Duschgel Nature von Naturebox. Möchte ich auch mal ausprobieren. Hatte ich auch noch nie. Habe ich gehört, dass es mega gut riecht. Wollte ich mich jetzt mal selber von überzeugen. Dann habe ich zweimal so kleine Pakete Feuchttücher für die Handtasche, wenn man unterwegs ist mit den Kindern, die haben ja ständig was an den Pfoten. Zweimal Wattestäbchen, ganz normal. Dann habe ich jetzt mal diese Bodylotion von Garnier, Body Orea, mitgenommen. Die wollte ich mal ausprobieren. Die hatte ich auch mal vor einer Ewigkeit schon mal benutzt. Die ist nämlich für trockene oder juckende Haut. Die ist extrem feuchtigkeitsspendend. Wenn meine alle ist, die ich jetzt gerade benutze, dann werde ich zu der wechseln. Und da werde ich euch dann berichten. Dann habe ich Duschgele geholt von Balea noch. Einmal dieses hier, White Gloss, Kokos und Iris. Dann einmal Berries mit Beeren- und Granatapfelduft. Dann einmal Cold Softness, das riecht nach Rose und Mandarine und einmal Mandelblüte und Magnolie. So, und dann für die Kinder habe ich nochmal extra dieses Balea Duschgel geholt mit der Meerjungfrau. Das ist jetzt wohl, glaube ich, gerade neu. Ocean Princess
duftet nach magischen Meeresträumen. Davon habe ich direkt 4 Stück mitgenommen, weil das hatte ich letzte Mal einmal so mitgenommen zum Testen. Und ob das auch gut riecht, und die Rosalind fand das so super. Dann hatte ich noch ein kleines Haarspray und einen kleinen Schaumfestiger geholt, die Rosalind gerne so einen Ballettdutt haben wollte, und wir haben sowas überhaupt nicht. So, und dann hatte ich mir noch ein paar Haarspangen geholt, weil ich nämlich immer wieder bemerke, dass ich ein paar Haarspangen brauche. Und zwar mache ich die Haare ja gerne so ein bisschen zusammen, und da braucht man immer so, ich sag mal, mittelgroße Klipse. Ich habe nur diese Riesenspangen oder diese ganz kleinen. Und da habe ich jetzt mal verschiedene geholt. Diese hier. Ich glaube, die sind dafür optimal. Dann diese noch. Die sind auch ganz gut dafür. Und dann habe ich noch mal ein bisschen kleinere geholt. Da kann man dann auch mal 2 so reinmachen, habe ich mir gedacht. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Haarklipse. Dann habe ich mir noch ein neues Deo mitgenommen. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Wollte ich auch mal ausprobieren. Beim letzten Mal hatte ich eins von Balea nämlich. Und ein neues Puder. Und dann habe ich mir auch noch mal von Alverde einen neuen Mascara gekauft. Ich habe ja immer den gleichen. Oder ich habe auch schon tausende ausprobiert. Aber im Moment benutze ich eigentlich immer den gleichen. Und dann habe ich gesehen, gibt es ja jetzt seit etwas längerem schon, so 2-3 Monaten oder so, diese neuen Windeln bei DM. Und da habe ich jetzt gedacht, die probiere ich jetzt auch nochmal aus. Wir haben zwar noch Windeln, aber für den ganzen Monat werden die jetzt nicht reichen. Dann wollte ich irgendwie ein kleines Paket noch holen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, wir testen die mal noch. Die Olivia ist zwar bald aus dem Windelalter raus, also wenn die jetzt super mega top sind, dann werde ich mich jetzt ärgern, dass ich die ganze Zeit andere genutzt habe oder dass es die halt noch nicht gab. Aber ich habe gedacht, ich teste die mal für euch. Das war mein DM-Haul. Es war ziemlich viel, muss ich sagen. Viel Haushaltsgedöns auch, was ja nicht immer so regelmäßig erneuert werden muss. Aber ja, ich werde mich dann mal jetzt wieder meinem Zucchini-Moussaka widmen und zeige euch dann gleich auch nochmal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So, wir sind fertig mit Essen. Ich werde dann jetzt mal abräumen, das Chaos beseitigen, die Spülmaschine voll machen, anmachen. Ja, da muss ich mich auch noch um die Wäsche kümmern. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr mir Kommentare schreibt und mir vielleicht auch mal Anregungen gebt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!